Es freut mich sehr, Sie heute am Tag von der Sonne hier in Wetzikon begrüßen zu dürfen. Wir haben 12 ganz interessante Aussteller, die Solarwärme zeigen, die Solarstromlösungen zeigen. Und dann haben wir auch sehr interessante Vorträge. Es kommt nämlich der Stadtrat Henry Fettiger, der zum Thema Biogas hier in Wetzikon ein Referat macht. Und ein zweites Referat von Gerhard Oppermann, der zum Thema Fernwärme von der Ketso her ein Referat hält. Also, zwei sehr spannende Themen und dann möchte ich Sie doch jetzt herzlich einladen, hier in die Messe hineinzukommen. Wir haben relativ viele erneuerbare Energien. Und heute hat es ja geregnet, die letzten 3 Tage hat es geregnet. Und unter dem Stichwort Solarenergie verstehen die meisten Leute entweder Solarthermie, also Wärme erzeugen durch Sonne über so Panel, oder Photovoltaik. Und die letzten 3 Tage hat es ja geregnet und wenn sie rausgeschaut haben, die meisten haben gesagt, ist das eine mühsame Sache. Aber wenn sie ganz in sich hineinschauen, Regen ist nichts anderes als Solarenergie, die von uns allen runterkommt. Weil das Wasser hätte mal zuerst raufgelupft werden müssen. Und das ist nur raufgegangen dank der Sonnenenergie. Wenn sie schauen, Wind ist auch Solarenergie. Und der Stefan Matte hat da gesagt, Gas, insbesondere Biogas, ist auch basierend auf, wenn man den Term Solar wörtlich nimmt, nämlich Sonne, ist das auch Sonnenenergie. Und darum habe ich ganz spontan, wo dann der Stefan Matte mich gefragt hat, selbstverständlich komme ich zum Tag der Sonne, auch wenn das Thema für viele vielleicht ein bisschen artfremd ist im ersten Blick, aber in Tat und Wahrheit ist es das eben nicht. Den Vortrag sehen Sie hier. Ich werde Ihnen ein paar Sachen sagen über die Ausgangslage, wo wir herkommen, im Zusammenhang mit, was machen wir denn, warum machen wir überhaupt eine Biogasaufbereitung. Dann möchte ich Ihnen zeigen, es gibt einen Massnahmenplan im Energiekonzept von der Stadt Wetzikon, wo dann die Anlage, wo wir eigentlich darauf hinschaffen tun, auf was für Massnahmen dass sie sich abstützen tut. Dann sehen Sie die ökologischen Aspekte, finanzielle Aspekte, das ist immer wichtig. Ich denke, man darf nicht nur die Ökologie allein anschauen, sondern man muss eben auch die finanziellen Aspekte anschauen. Und wenn beides stimmt, dann gibt es eigentlich keinen Grund, dass man zu so etwas Nein sagt. Dann werde ich Ihnen zeigen, wie der politische Prozess ist, wo wir im Moment drinstehen. Wie die Anlage ist noch nicht abgesegnet, die muss erst noch vor das Parlament. Und wie dann die Umsetzung ist, falls das Parlament die Ansage tut. Und dann nochmal eine kurze Zusammenfassung. Und wenn Sie Fragen danach haben, selbstverständlich stehe ich Ihnen zur Verfügung. In der Aarau hat es ein Blockheizkraftwerk. Ein Blockheizkraftwerk, das ich Ihnen nachher erläutere. Einige kennen es, aber für die es nicht kennen, erkläre ich es nachher. Das ist jetzt 14 Jahre im Betrieb und der Lebenszyklus ist in der Grössenordnung von 12 Jahren. Und nach dieser Zeit sollte man so ein Blockheizkraftwerk ersetzen. Was ich dann gesagt habe, ich möchte gerne überprüfen, gibt es Alternativen. Und jetzt ist es so, was ist die Aufgabe, bevor wir überhaupt genau schauen, was könnten die möglichen Alternativen sein, erkläre ich Ihnen an diesem Bild zuerst, was dann genau so ein Blockheizkraftwerk machen tut. Was Sie sehen, da unten ist der Fullturm. Das ist der Teil, wo, wenn wir spülen tun im WC, dann in die Stadt runtergeht, in der Aare, und dann wird der Fullschlamm rausgenommen. Das sind eigentlich Überreste von uns. Und die werden im Fullturm rein, die verfaulen und die generieren das Gas. Und ein Teil von dem ist brennbar und ein Teil ist nicht brennbar. Und was man da machen tut, für die Aare, also im Aare-Teil, was man machen tut, man nimmt das Gas, tut es in einen Motor rein, das ist ein relativ grosser Motor, ich zeige Ihnen nachher ein Bild, und verbrennt das Gas. Und jeder, der ein Auto hat oder mal ein Töffchen hat, der weiß, dass es wird warm. Das heisst, das Blockheizkraftwerk oder BHKW erzeugt einerseits Wärme. Und zwar Abgas, die an die Luft rausgeht. Und andererseits Wasser, das da den Motor kühlen tut. Über einen Wärmeduschen nimmt man da Energie weg. Und was man mit dieser Wärme machen tut, man tut die Aare selber heizen. Und die Fulltürme, die müssen eine gewisse Temperatur haben, damit der Fuhlprozess überhaupt sauber über die Bühne geht und dass dann das Methangas generiert wird. Das heisst, man tut auch die Fulltürme wärmen.
Und der zweite Teil an diesem Motor hat einen Generator, der Strom generiert. Und der Strom wird genutzt in der ARA. Und jetzt können Sie sich ja vorstellen, ein Großteil von dieser Wärme, da wird relativ viel Wärme generiert, der geht dann durchs Gebäude raus. Oder die Fulltürme, die sind relativ warm, überdurchschnittlich warm. Also bei uns hier unten sind es um die 50 Grad herum. Und die müssten eigentlich nur etwa 38, 39 Grad sein. Und der Rest geht dann an die Umwelt weg. Und ein Großteil geht aber auch über die Verbrennung an die Luft raus. Und dann habe ich mich gefragt und gesagt, gibt es nicht bessere Alternativen, weil ein Motor ist nicht sehr effizient. Da sehen Sie ein Bild, wie so ein Blockheizkraftwerk aussieht. Und damit Sie sich die Grössenordnung nicht vorstellen können, etwa auf dieser Höhe ist der Kopf von einem Mann von 1,80 m. Das ist ein relativ grosses Ungetüm. Und auf der einen Seite, den sieht man jetzt hier nicht, ist der Motor dann noch angeschlossen, wo der Strom generieren tut. Jetzt haben wir das Glück gehabt, dass eine Firma Swiss Power, da ist die Stadtwerke sind auch mit Eigentümer, dass die gerade Untersuchung machen für das Bundesamt für Energie. Ein relativ teures Projekt, das kostet das Bundesamt für Energie etwa 200'000 Franken. Und die haben eine Untersuchung gemacht, gibt es Alternativen für Blockheizkraftwerke. Die Studie ist noch nicht veröffentlicht, aber wir haben verdankenswert können profitieren, mindestens von den Resultaten, die bereits existieren. Die Konklusion war, ein Ersatz vom Blockheizkraftwerk 1:1 macht keinen Sinn. Es macht mehr Sinn, wenn man eine Biogasaufbereitungsanlage installieren tut, parallel dazu mit einer Wärmepumpe, die man in der ARA installiert. Das war eigentlich die Konklusion. Haben wir das Geschäft im Vorprojekt haben wir ausgearbeitet mit allen Konsequenzen. Wir haben angeschaut, wie sieht es ökologisch aus, wie sieht es finanziell aus, wie sieht es mit der Wärmepumpe aus, von den Kosten her. So, jetzt bevor ich Ihnen nachher die finanziellen und die ökologischen Sachen zeige, zeige ich Ihnen konkret, wie das Konzept jetzt neu aufgebaut ist. Was Sie sehen, ist da oben die Wärmepumpe, also die ist in der ARA, im ARA-Wasser. Und die Wärmepumpe braucht natürlich Strom. Und was wir jetzt machen mit der Wärmepumpe, wir generieren Wärme. Und die Wärme wird einerseits gebraucht, Sie mögen sich vielleicht erinnern, an dem grünen Fleck hier unten, wo der Fullschlamm ist, der eine gewisse Temperatur hat. Die Wärmepumpe wird dazu gebraucht, dass man den Schlamm kann genügend warm halten und gleichzeitig Gebäudeheizung von der ARA kann erzeugen für den Winter. Für den Notfall müssen wir hier unten einen Heizkessel haben, falls die Wärmepumpe aussteigen oder man Wartungsabend machen muss, weil eben der Faulschlamm, der Frischschlamm, der muss eine gewisse Temperatur haben. Das ist der Teil, also mit der Wärmepumpe tun wir im Prinzip die Wärme erzeugen. Und was Sie jetzt im zweiten Teil sehen, ist, Sie sehen hier den Frischschlamm, der ja aufgewärmt wird. Der geht im Faulturm rein, der hat eine Temperatur von 38 Grad. Und dann fängt er an zu faulen. Und dann generiert er ein Gemisch, das man nicht so 1:1 ins Gasnetz der Stadtwerke einspeisen, also von der Stadt Wetzikon. Was jetzt aber passieren tut, wir haben eine Biogasaufbereitungsanlage da drin. Ich zeige Ihnen das dann detailliert aufzeigen. Und das Gas wird nachher, nachdem es gereinigt, ins Gasnetz von der Stadt Wetzikon eingespeisen. Das heisst, wenn das Parlament die Anlage oder den Betrag, den wir jetzt beantragen tun, bewilligen tut, werden wir nach einer gewissen Zeit das Gas nicht mehr einfach verbrennen, sondern wir werden es Netz von der Stadt, es wird also direkt Biogas eingespeist, es sind kein Zertifikat. Wir generieren das Gas selber. Und falls wir nicht genügend Abnehmer hätten in Wetzikon, das könnte ja mindestens in der Theorie auch sein, dann haben wir trotzdem das Biogas in unserem Netz und verkaufen Zertifikate an andere, wo eigentlich, es besteht ein Markt für das und es ist kein kleiner Markt. Also, wenn die Stadt Wetzikon sagt, wir bewilligen es, aber wir nicht genügend Abnehmer haben, können wir Zertifikate verkaufen.
Jetzt zeige ich Ihnen, wie so eine Biogasaufbereitungsanlage funktioniert. Ich bin einige anschauen. Gleiche Technologie, wie wir beabsichtigen in Wetzikon, in Pratteln. In Pratteln ist es aber so, im Unterschied zu uns, die haben kein Fullgas von menschlichen Überresten, sondern die tun Grünabfall aufbereiten. Also was passieren tut, das Gas, das aus dem Fullturm rauskommt, wird zuerst einmal abgekühlt. Das macht man, weil bei kleinerer Temperatur weniger Wasser aufgenommen werden kann, damit das Wasser weg ist. Also man tut es zuerst abkühlen und dann tut man es noch trocknen. Und dann lässt man es durch einen Aktivkohlefilter durch, mit der Absicht, dass, wenn es in dem Gas irgendwelche klebrigen Substanzen hat, dass man die aus dem Aktivfilter, mit dem Aktivfilter rausnehmen kann. Mit dem Grund, wenn man das nicht machen tut, dann tut man da hinten nachher die Membranen versauen. Und dann ist der Lebenszyklus zu kurz. Also der Aktivkohlefilter, der hilft eigentlich, dass das Gas, das man einspeisen tut und reinigen will, dass da gewisse Teile nicht mitkommen und dass der Lebenszyklus von der Anlage verlängert wird. Und dann wird es verdichtet zwischen 8 und 12 Bar. Und dann geht das durch Membranen durch. Die sind ungefähr so hoch. Und das ist eine Technologie, die man eigentlich in der Chemie schon lange verwendet tut. Und mit dem Druck von 10 bis 12 Bar, den man hier einsetzen tut, drückt man eigentlich die kleineren Moleküle, also CO2 und andere Substanzen, drückt man durch die Membranen durch. Und das Methangas braucht etwas mehr Platz, das geht eben nicht durch. Und das Methangas tut man nachher ins Gasnetz einspeisen von Wetzikon. Und die anderen Gase, die durchgedrückt werden, die gehen dann, die Schwachgas und Verlustgas, die gehen dann in die Luft. Also den CO2 lädt man in einer ersten Distanz noch an die Umwelt. Das würde ja sowieso rausgehen, wenn man es verbrennen tut mit einer BHKW-Anlage. Das lädt man an die Umwelt. Kommen aber auf diesen Punkt nochmal zurück, da gibt es dann eine Option, die man für die Zukunft offen hätte. Jetzt rein ökologisch vom Energiekonzept sehen Sie die verschiedenen, die vier Punkte, die man im Massnahmenplan, im Energiekonzept drin hat. Der Punkt G4, das geht um Energieeffizienzsteigerung vom ARA-Betrieb, den decken wir mit dieser Anlage ab. Der G5 ist ein Leuchtturmprojekt. Wir werden eine der ersten Gemeinden sein, die im Bereich ARA eine Biogasaufbereitungsanlage einsetzen. Es ist aber nicht so, dass die Technologie irgendetwas absolut Revolutionäres ist. Nein, wir setzen sie einfach das erste Mal ein in diesem Bereich oder eine der ersten Gemeinden. Dann sehen Sie die Erhöhung vom Anteil von neuen Energien. Das werden wir mit dem auch erreichen. Wir tun nämlich Strom und Gas aus erneuerbaren Quellen. Sie wissen vielleicht, am 1. Januar dieses Jahr, ab dem 1. Januar von diesem Jahr haben wir 100% wasserzertifizierten Strom. Und dann sehen Sie, die Abwärme von der Nutzung von der ARA wird mit dem auch gemacht über die Wärmepumpe. Der ökologische Teil, ich versuche es relativ einfach zu machen, wenn Sie sehen, es gibt den Begriff Tonne CO2-Äquivalent. Sie wissen ja, CO2, Methangas sind die Klimatreiber, die in den Schlagzeilen sind, weil sie eben die Erderwärmung generieren. Und da gibt es einen Vergleich, den wir auch machen lassen haben über die Swiss Power. Sie sehen, mit dem Biogas werden wir den Tonnen CO2-Ausstoß um 450 Tonnen CO2-Äquivalent, oder? Das macht man immer, im Vergleich werden wir senken. Und Sie sehen auch Primärenergie. Primärenergie sind zum Beispiel Erdöl oder Erdgas. Und es gibt so eine Äquivalenz, wo man die ganzen versucht zu vergleichen miteinander. Sie sehen auch da, dass man mit der Biogaseinspeisung eine Primärenergiebedarfsreduktion haben von 1600 Megawattstunden pro Jahr. Also auch der ökologische Teil ist damit eigentlich sehr sauber abgedeckt. Und jetzt ist eigentlich nur eine Frage, stimmt es auch noch finanziell? Weil ökologisch ist es vorteilhaft, jetzt ist nur noch die finanzielle Frage. Und so eine Anlage kann man 20 Jahre betreiben. Das heisst, wir haben geschaut, wie sieht das aus. Sie sehen hier die Investition und Sie können davon ausgehen, dass ich ein konservativer Rechner bin, 1,5 Millionen. Das ist plus minus 10%. Ich will Ihnen sagen,
Die Plus können Sie sicher streichen, es wird eher minus 10% sein. Weil wir haben da bei der Berechnung drin einen Eurokurs bei 1,20 gehabt. Und Sie sehen da die Wartungskosten, die man hat, weil man halt irgendwann mal Membranen ersetzen muss. Die haben wir einfach mit gerechnet, damit man das will. Die Stadtwerke, die rechnen ja in Betriebskosten und die haben wir da gemittelt. Sie sehen da die Einnahmen. Und in der Grössenordnung von 9 bis 10 Jahren ist der Return on Investment. Das heisst, nach 10 Jahren ist die Anlage profitabel. Und Sie sehen, dass nach dem Schluss des Lebenszyklus, wenn Sie das Ganze anschauen, haben wir in der Grössenordnung von 1 Million also Gewinn gemacht mit dieser Anlage. Und jetzt ist natürlich die Frage noch, ja, wie sieht es dann mit der Wärmepumpe aus? Die haben die ja auch noch zu investieren. Und da kann ich Ihnen sagen, die Problematik bei der Wärmepumpe ist natürlich, dass man aus der Vergangenheit keine Angaben hat. Aber wir haben das Glück, dass das Bundesamt für Energie 2007 eine Statistik gemacht hat. Und was Sie da sehen, ist eine Kurve, die Ihnen sagt, was ist der Strompreis pro Kilowattstunde in Rappen oder in Komma Franken bei einer Einwohnerzahl von einem ARA, wenn man die nutzen tut. Und Sie sehen da, wir sind etwa bei 40'000 Einwohner, die ARA betreiben tut. Und Sie sehen, der Stromkosten gerechnet ist rund 30 Rappen. Und ich kann Ihnen vorher zeigen, dass die Wärmepumpe ja mit Strom von der Stadtwerke betrieben wird. Und wenn Sie das anschauen, wenn Sie jetzt die Anlage kostenmäßig umrechnen tun, sehen Sie, dass die effektiven Stromgestehungskosten für das, was das BHKW generiert, die 734'000 Kilowattstunden, dass die effektiven Stromkosten 220'000 Franken sind, wenn Sie eine Vollkostenrechnung machen. Das ist die Bedingung. Sie müssen eine Vollkostenrechnung machen. Sie können nicht einfach den Fokus nehmen und sagen, so viel kostet es mir in der Investition. Also Sie müssen den ganzen Lebenszyklus anschauen. Und wenn Sie jetzt sehen, die Netzsparung, jetzt, wenn Sie jetzt schauen, jetzt, wenn natürlich der Strom von der Stadtwerke bezogen wird, dann sehen Sie, dass der Strom äquivalent zu 7,5 Rappen bezogen wird. Das heisst, es ist 54'000 Franken pro Jahr. Und natürlich kommt dann eben noch die Netzkosten dazu. Also neben der eigentlichen Energie kommt noch das Trägersystem dazu. Das sind 18'000 Franken. Und dann sind Sie auf grob 147'000 Franken, wo Sie einsparen tun. Und jetzt müssen wir da noch zurechnen, die Mehrkosten für den Strom von der Wärmepumpe sind 20'000 Franken und netto gibt es 118'000 Franken pro Jahr, die DARA einsparen tut, wenn sie eine Vollkostenrechnung machen tut, wenn sie eine Wärmepumpe einsetzt und den Strom eben von der Stadtwerke bezieht. Was Sie da in der Rechnung nicht sehen, ist die Amortisation von der Wärmepumpe. Jetzt kann ich Ihnen sagen, nach 6 Jahren ist die Wärmepumpe, auch die Investition amortisiert. Und nach 6 Jahren ist die Wärmepumpe profitabel. Das heisst, man hat ungefähr 60'000 Franken pro Jahr, die man abschreiben tut für die Wärmepumpe. Und mit anderen Worten heisst das, nach dem 6. Jahr, so eine Wärmepumpe hat etwa den Lebenszyklus auch von 15 Jahren, nicht 20 Jahren. Aber Sie können 10 Jahre lang können Sie profitieren. Also Sie sparen auch dort 600'000 Franken ein über den Lebenszyklus von der Wärmepumpe. Also wir sparen einerseits, oder wir, das Stadtwerk macht einen gewissen Gewinn beim Biogas, das sie verkaufen tut. Und gleichzeitig kann man Kosten senken bei der ARA. Und jetzt ist es so, das Ganze ist ja gebührenfinanziert. Das heisst, wir werden die Gebührenreduktion natürlich nicht so weitergeben können. Aber wenn es einmal zu einer Reduktion kommt, dann wären die 600'000 Franken sicher über die 15 Jahre ein Teil von dem, was sie müssen berücksichtigen müssten. Jetzt, die Finanzierung von dieser Biogasaufbereitung, das ist so, im Budgetprozess haben wir die leider nicht reingebracht, weil die Stadtwerke eben früher als die Stadt Wetzikon den Budgetprozess durchgeht. Und wir haben die Resultate, die ich Ihnen jetzt präsentiert habe, später bekommen. Darum ist es nicht im Budget rein. Aber ich glaube, die Resultate sprechen eigentlich für sich, dass man sagen kann, es macht eigentlich Sinn, dass das Parlament, ich will da nichts vorwegnehmen, dass das Parlament das Geschäft
begrüßen tut und durchwinken tut, insbesondere weil sie sehen das nachher. Die Energie ist nicht steuerfinanziert, sondern die ist gebührenfinanziert. Und sie wissen, dass wenn wir einen Gewinn machen, langfristig, wenn wir zu viel Gewinn machen, wir das weiter geben müssen als Stadtwerk in Form von einer Gebührenreduktion. Der Gewinn, müssen Sie wissen, im Energiebereich, der wird von den Regulatoren beschnitten. Wir können also nicht unendlich viel Gewinn machen. Da haben wir alle Jahre jemanden, der kontrollieren tut. Und wenn der Gewinn zu gross ist oder die Rückstellungen zu gross sind, dann werden wir auffordert, und zwar relativ deftig, den Preis zu reduzieren. Jetzt, wie sieht der politische Prozess aus? Im letzten Jahr hat die Energiekommission selbstständig können die Wärmepumpe bewilligen, aufgrund vom Betrag. Dann ist die Biogasaufbereitung bewilligt worden, auch von der Energiekommission. Im Februar in diesem Jahr. Dann hat der Stadtrat im März hat das Geschäft angeschaut und positiv weitergegeben als Parlament. Und im Moment ist es bei der GRPK zur Überprüfung. Und der Entscheid hoffe ich, dass der noch zeitig das Jahr gemacht wird, dass wir möglichst schnell von dieser Biogasaufbereitung profitieren können. Der Ablauf wird dann so aussehen, sobald das Parlament Ja gesagt hat. Dann müssen wir ein Submissionsverfahren machen, mit das Ganze aufschreiben, mit dem Ziel, dass wir die ganzen Abklärungen dieses Jahr gemacht haben. Dann würden wir die Anlage umsetzen, mit dem Ziel, dass wir die im Mai-Zeitrahmen produktiv nehmen könnten. Ich bin bewusst auf Pratteln gegangen, weil in Pratteln hat es die gleiche Anlage, wie wir haben. Sie hat einfach ein bisschen grössere Leistungsfähigkeit. Ich wollte wissen, wie sind die Probleme, wie ist der Betrieb. Jetzt müssen wir wissen, es gibt für Biogasaufbereitung gibt's verschiedene Technologien. Prattel hat eine Technologie aufgeführt, hat eine Wäscheanlage eingeführt auf Aminobasis. Und haben sie vorzeitig abgelöst, weil es viele Störungen gab. Und haben sich entschieden, vor anderthalb Jahren die gleiche Technologie, wie wir jetzt hier planen, einzusetzen. Nach 4 Tagen ist die Anlage problemlos in Betrieb genommen worden, läuft seit anderthalb Jahren ununterbrochen, also problemlos. Also, was spricht jetzt eigentlich für den Entscheid? Einerseits ist es natürlich das ganze Energiekonzept. Wir decken damit das Energiekonzept ab von der Stadt Wetzikon. Es ist die effizientere, ökologischere Anlage als ein BHKW-Ersatz. Es ist also nachhaltig, es ist finanziell attraktiv, es wird finanziert durch Gebühren. Also es gibt keine Belastung vom Steuerhaushalt. Und darum hoffe ich, dass, wenn das ins Parlament kommt, dass das relativ schnell entschieden wird, und zwar positiv entschieden wird. Ja, ich glaube, zuerst mal einen grossen Applaus für den Vortrag von Henry Fettiger. Vielen Dank.